Die Kreuzbandoperation wird heutzutage rein arthroskopisch durchgeführt. Das heißt, dass der ganze Eingriff über Schlüssellochchirurgie ausgeführt wird. Hierfür benötigt man zwei kleine, ca. 3 bis 5 mm große Inzisionen vorne am Knie. Nachdem diese gesetzt wurden, kann man das ganze Kniegelenk inspizieren. Man beurteilt das vordere Kreuzband, in welcher Form es gerissen ist, ob es eine komplette Ruptur oder nur eine Teilruptur ist oder ob das Band in einer Form gerissen ist, dass man es erhalten kann. Ist es erhaltenswert, dann wird das refixiert, das heißt an der ursprünglichen Stelle wieder befestigt. Ansonsten muss ein Ersatz mit einem Sehnentransplantat ausgeführt werden. Begleitverletzungen können natürlich gleich mitbehandelt werden. Der ganze Eingriff dauert ca. 45 Minuten und erfolgt in Vollnarkose oder in Spinalanästhesie, sprich mit einem Kreuzstich. Der Krankenhausaufenthalt ist meist 1 bis 2 Tage. Nach der Operation werden die Patientinnen und Patienten mit Unterarmstützkrücken mobilisiert, das heißt, man belastet das Kniegelenk mit halbem Körpergewicht für ca. 10 bis 14 Tage, legt dann eine Kniegelenksschiene an, mit der man voll belastend, sprich ohne Krücken, gehen kann.